Also wir haben hier am Freitag ein Gespräch mit dem Bürgermeister gehabt, oder ich habe ein Gespräch gehabt, und wir wollten einfach nur ein gemeinsames Gespräch, das die Mannschaft gefordert hat, mit Bürgermeister vorbereiten, dass da nichts Unvorhergesehenes passiert. Und bei diesem Freitagsgespräch, das sich schon mal einen Tag verschoben hatte, weil ich da beim Einsatz unterwegs war, bin ich als erstes mit einer Sache konfrontiert worden. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz unterbrechen. War das am Freitag oder am Montag? Das war am Freitag, das Gespräch. Also am Freitag war das Gespräch um 8.15 Uhr beim Bürgermeister, und ich wurde dann konfrontiert mit einem Kommentar, den der Bürgermeister ebenfalls erstmalig in der Hand hielt, bei dem es einen Tag vorher am Donnerstag im Stadtrat hochherging, natürlich im nicht öffentlichen Teil, bei dem man mich bezichtigt hat, diesen Kommentar geschrieben zu haben, und man von mir eine Stellungnahme und eine Entschuldigung fordert, beziehungsweise eine Distanzierung von diesem Kommentar. Ich habe mir den Kommentar durchgelesen. Ich habe ihn natürlich nicht geschrieben. Während der Einsatzzeit, Zug gegen Zug, war mir nicht der Sinn nach Kommentar. Wenn ich einen schreiben würde, würde ich meinen Namen drunter setzen und auch die Feuerwehr, die ich hier vertrete. Und bei diesem Kommentar, den ich mir dann durchgelesen habe, konnte ich jetzt nichts Ehrenrühriges feststellen, außer dass ein Mitarbeiter offensichtlich von irgendeinem Einsatzdienst etwas deprimiert geschrieben hat, stand nichts von Feuerwehr. Man hätte den Respekt, Anerkennung und Ähnliches vom Stadtrat vermisst, aber das sei halt hier üblich. Das fand ich weder ehrenrührig noch irgendwie merkwürdig. Der Inhalt, den kann ich bestätigen, das sehen die Kollegen und ich genauso. Und die Entschuldigung ist natürlich nicht möglich. Ich kann mich nicht für einen Kommentar entschuldigen, der zum einen nicht von mir ist, zum anderen keine Entschuldigung braucht. Das war dann eigentlich ein Punkt, der noch die Kollegen dann erheblich erzürnt hat, wo sie gesagt haben, jetzt haben wir die Schnauze voll. Wie kann es eigentlich sein, statt dass der Stadtrat auf uns zugeht und uns auf die Schultern klopft, das bis dahin noch nicht stattgefunden hat, so ein Schulterklopfgespräch, fordert man uns auf zu einer Stellungnahme. Und das hat eine Historie. Ich stehe häufig vor verschlossenen Sitzungssaaltüren, stehe mir die Beine im Bauch, werde dann nach Hause geschickt und aufgefordert, eine Stellungnahme schriftlich abzugeben. Das heißt für mich Zeit, Aufwand, Umstand. Hätte das gerne persönlich mitgeteilt, aber das spart man sich. Man will gerne ohne Argumente und ohne Erklärung bleiben. Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie steht es allgemein im Rückhalt vom Stadtrat zur Feuerwehr Bad Aibling? Also, man muss hier ein bisschen unterscheiden. Der Stadtrat generell wird zwar immer tituliert, aber es ist nicht der Stadtrat, das sind halt Teile. Macht es ein bisschen kompliziert, deswegen heißt es immer der Stadtrat. Wir haben da durchaus Rückhalt, aber wir haben an führenden Stellen und verantwortlichen Stellen das Gefühl, dass man mit uns gerne dort Schlitten fährt, wobei wir weder durch merkwürdige Forderungen noch durch eigenartiges Verhalten auffahren, sondern nur durch den Wunsch, sachlich zusammenzuarbeiten, und vor allem durch einen Wunsch, dass der Kommandant, und das ist die Funktion, nicht die Person, dass der Kommandant in der Funktion federführender Kommandant oder Kommandant den Stadtrat bei Entscheidungen, die Feuerwehr betreffen, berät. So steht es übrigens im Feuerwehrgesetz. Das findet nicht statt. Man berät sich mit Altfeuerwehrleuten und Feuerwehrleuten, die in einer anderen Feuerwehr tätig sind. Aber die Stellungnahme, die ich abzugeben habe, die interessiert dann nicht. Man hat jetzt zwar bestätigt, man hätte erkannt, dass das, was ich so betreibe, durchaus der richtige Weg ist. Das hätte ja schließlich der Einsatz gezeigt. Meine Antwort ist, was ich betreibe, interessiert nicht, sondern was wir hier gemeinsam versuchen durchzuziehen, das ist nicht eine Einzelaktion von mir, das ist immer ein Missverständnis, sondern das ist die gemeinsame Aufgabe, die uns nicht nur an die Grenzen der Feuerwehr Bad Aibling, sondern über die Grenzen rausführt, ist eigentlich unser Anspruch. Und auch das wurde ganz bewusst verfälscht und als wollen die anderen Feuerwehr auflösen, unter die Leute gebracht. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar, es gab angeblich am Montag nochmal ein Gespräch. Wer war da beteiligt? Also das Gespräch war am Dienstag.
das war gestern, bei diesem Gespräch, das ausdrücklich eigentlich am Freitag von mir vorbereitet werden wollte, das von der Mannschaft geführt wurde. Es waren zwei Mannschaftsmitglieder, keine Dienstgrade, die das Gespräch geführt haben. Es war da der Felix Schwaller und der CSU-Fraktionssprecher Erwin Kühnel. Das Ganze war nicht aggressiv. Man hat nicht wild durcheinander diskutiert, sondern man hat Argumente vorgebracht und hat eigentlich nur zwei Forderungen. Wir fordern Respekt. Das kriegt jeder Hund und jede Katze. Also denke ich, ist sie nicht überzogene Forderung. Und wir fordern, dass das Feuerwehrgesetz zur Geltung kommt, sprich der Kommandant oder federführende Kommandant spricht für die Feuerwehr und sonst niemand.